So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Okay, gut. Ich habe jetzt mich anders entschieden, wir machen das Ganze auf normal, ganz normal. Passt schon, wird schon passen. So, wir beginnen mit Michelangelo, wir können so und so immer wieder wechseln, wenn wir wollen. Level Bebop machen wir. Ja gut, haben wir uns rein, würde ich sagen. Möge der Wahnsinn seinen Lauf nehmen. Haben wir uns rein. Und jetzt kommt eine wunderschöne Katze hin. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Leute, schaut mal. Es sind die Foot. Was haben denn diese Foot-Versager hier zu suchen? Soweit ich weiß, ist hier das Revier der Purple Dragon-Versager. Versager. Eigentlich traue ich lieber meinem Kopf. Aber mein Bauch schreit geradezu, dass das nur ein Vorläufer ist. Und mein Bauch schreit, es ist Zeit für eine XL mit Anchovis und Salami. Vergiss es, Mikey. Wir müssen rausfinden, was die Foot vorhaben. Also los. Okay. Vielleicht noch ein Schulweg? Offenbar hat Bebop etwas Großes vor. Was auch immer das ist, es kann nichts Gutes bedeuten. Na gut, dann beginnen wir mal. Das ist Slow Motion von Leonardo, das ist die Turtle-Zeit, also Turtle-Time. Alles in Slow Motion, was sich hier bewegt. So, immer schön brav aufpassen. So, das kommt dann immer am Schluss, wie gesagt. Dafür haben wir ein Ace gekriegt, ja, wir sind halt stark. So, und jetzt kriegen wir halt weitere Anweisungen von April. Ihr solltet bald mal ins Versteck kommen und eure Vorräte aufstocken. Ah, das ist mir egal. Vorräte brauchen wir nicht, wir finden so und so immer irgendetwas. So, wie wär's, wenn du mir den nächsten Einsatz sagen würdest? So, und jetzt drücken wir das halt rein. Na, haben wir Glück gehabt, da drüben ist es gleich. Brauchen wir nicht lange suchen. Hopp, hopp. Bisschen gleiten. Und runter da. Und anscheinend müssen wir den Pizzawagen da, genau, den Pizzawagen beschützen. Das Lieblingsessen von den Turtles, das kennen wir eh schon. Mit Anchovis und was weiß ich nicht was. Ja, ja, ja. Schick's nur die Leute. So, war's das? Na, da ist noch einer. Wir bekommen Verstärkung. Ehrlich, jetzt bekommen wir noch immer Verstärkung. Oh, schaut's mal, der kleine Crank. Also ich schätze mal, dass das der Crank sein wird. So schaut's aus, wenn man ausgenockt wird. Habe ich zu viel Schaden eingesteckt. Aber ich muss auch zugeben, Michelangelo habe ich nicht wirklich raufgebracht. Ich hab's geschafft, Jungs, gut gemacht. Ganz schlechter Tag, um dich mit mir anzulegen. So, dann spielen wir mal mit Raphael weiter, würde ich sagen. Der ist ein bisschen langsamer, aber dafür ein bisschen stärker auch, natürlich. Wie gesagt, die aggressive Schildkröte. Ui. So, wie wär's, wenn du mir den nächsten Einsatz sagst? Ich orte einen großen Schwarm böser Kerle. Ich orte einen Schwarm wie böser Kerle. Ja, es ist für Kinder, es tut mir leid. Wenn ich das Spiel machen würde, würden sie, ich weiß nicht, Combo-Angriffe machen.
sich. Und ja, ihre Waffen auch richtig verwenden halt. Das war die Störung, die ich empfangen habe. Na, dann beginnen wir mal. Ja, ich schnapp sie mir. Nur keine Panik auf der Titanic jetzt da, ja? Schau, jetzt tanzen's, das ist cool, da kann man nämlich die Cooltime-Zeit darunter setzen. Das heißt, wenn ich jetzt da ein, also sowas mit L2 halt jetzt da, einen Warp-Sprint zum Beispiel jetzt da mache und dann mit den anderen Turtles tanze, dann wird das sofort wieder aktivierbar sein. Ich hoffe, ihr versteht's, was ich meine. Na komm, das gibt's ja nicht. Na geht ja. So, auf dich da, sonst schießt irgendwas auf mich. Da gibt's noch einen, okay. Alter, bitte, jetzt habe ich das zweimal versucht und es hat nicht funktioniert. Egal. Und oben seht ihr so einen Balken, der jetzt gerade so aufblinkt. Wir müssen halt verschiedene Missionen hier machen, damit wir halt zu Bebop kommen. Yeah, das war super. Yeah, das war super. Ich orte einen großen Schwarm böser Kerle. Seid vorsichtig da draußen. Okay, da hinten. Nimmer Problema. Haltest du dich da fest? Nein, natürlich nicht. So, warte jetzt, da unten waren die, genau. Krachen wir gleich mal rein, würde ich sagen, ne? Ich hab sie gefunden. Nein, wirklich habe ich sie gefunden. Ja, es ist für Kinder. Es ist, glaube ich, Motivationsaufbau für Kinder. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie komisch. Okay, da ist keiner mehr. Braucht sie da Hilfe? Alles muss man selber machen. Ja, sie sollen nur ruhig kommen. Umso mehr, desto besser natürlich. Da ist schon einer. In seiner Zwangsjacke eingehüllt. So, da oben ist irgendwas. Genau, da ist er. Schau, wie er wegläuft. Ciao. So, wo sind denn jetzt die restlichen? Da oben steht noch einer, okay? Na, die kommen eh alle runter. Na, dann nehmen wir gleich mal den da. Der ist gleich da in der Nähe, das ist cool. So, Moment, wir probieren mal was aus da. Das habe ich bis jetzt noch nie aus... Ah, bitte, hört's mal ganz kurz. Gehst du runter da? Ich wollte jetzt was ausprobieren. So, jetzt aber. Und wupp. Wieso? Der wird da anzogen oder was von dem Teil? Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ah, jetzt ist das Scheißfass weg. Ah, ich habe kein Glück. Gut, machen wir halt weiter. Wo sind jetzt noch die anderen? Da oben ist noch einer. Komm mal rauf zu dir da. Okay, passt. So, und jetzt können wir zu Bebop. Jetzt ist das Teil voll und jetzt wird sie uns gleich sagen, wo er ist und das wird dann unser erster Kampf sein. In der Bank ist er. Ihr solltet bald mal ins Versteck kommen und eure Vorräte aufstocken. Nein. Jungs, dank der ganzen gesammelten Infos habe ich Bebops Position ermittelt. Er ist in der Bank. Wirklich? Ich markiere sie auf eurer T-Lupe. Okay, ich aktiviere die T-Lupe. Da hinten ist er. Okay. Dann gehen wir mal zur Bank. Schauen wir mal. Haben wir den Schwein mal richtig in die Fresse, würde ich sagen. Er hat ja auch seinen Freund, der heißt Rocksteady. Das wäre dann das nächste Level. Das ist ja dann das Einhorn. Einhorn, sage ich. Das Einhorn, ja. Ja, warum auch nicht. Nein, es ist ein Nashorn, um Gottes Willen. So, das schaut aber cool aus, was jetzt kommt. Ja, der Meinung bin ich auch. Deswegen tanzen wir mal, würde ich sagen, oder? Eigentlich tanzen manchmal die Leute da mit.
Aber anscheinend wollen sie nicht. Oh ja, jetzt da? Na bitte, geht doch. Doch cool, oder? So. Interagieren wir. Das schaut cool aus, finde ich. Eine gute Idee, gefällt mir. Und jetzt will ich es reinspringen halt. Tak, 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 tak. So, und jetzt sind wir in der Bank. Und jetzt kommt er gleich. Und das Geräusch, was jetzt da dann kommt, wenn der Boss angekündigt wird, das erinnert mich sehr, sehr stark an Mega Man. Kommt er gleich? Das kommt auch immer bei Mega Man, wenn der Boss kommt. So, und wie ich schon gesagt habe, da oben steht jetzt 7. Also wenn ich es jetzt auf leicht gespielt hätte, hätte er 5 Balken. So, wir gehen es an. Tu die nochmal anvisieren da. Nein. So, bewegt man sich schneller. Zack, 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 zack. Okay, jetzt bin ich down. Das kann vorkommen natürlich. Tu mal ein Stück Pizza essen. Und ein bisschen mehr Leben. So, jetzt verpisst er sich darauf. Bestes Essen aller Zeiten. Das Coole, was einmal war, ich habe das einmal online gespielt mit anderen Leuten, genau das gleiche Level. Ich bin bis zu Bebop bin ich halt mit den Kollegen halt gekommen, mit denen ich halt gespielt habe. Aber ich habe halt den Boss nicht gesehen. Alles steht Kopf. Okay, bitte. Das Dankeschön. So, wir machen einmal ganz kurz Switch, würde ich sagen. Wir nehmen uns jetzt... Ah, Leonardo hätte ich gern. Danke. Ganz schlechter Tag, um dich mit mir anzulegen. Ganz kurz. Ganz kurz. So, und jetzt. Holen wir sie uns, Jungs. Ja, was du kannst, kann ich auch. Ich bin nur unverwundbar, wenn ich das mache. Du block so viel, wie du willst. Interessiert mich auch nicht. Bam! Springt er wieder da um. Ja, hast schon recht. So, wo ist er? Sehe ihn nicht. Ah, da oben ist er. Gut, 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 gut. Trink mal was. Oh, so schwindel ich. Reiß dich zusammen. Wie man sieht, ich mache fast keinen Schaden. Und wenn ich das jetzt da wirklich auf schwer gemacht hätte, hätte er, glaube ich, 10 Balken oder sowas. Und das wäre dann, dass ich würde dafür, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange brauchen, aber es ist... Ich möchte das jetzt da nicht auf eine Stunde da ausbauen. Cranks Level ist lang genug, finde ich. Es hat mich trotzdem erwischt, obwohl ich in der Luft war. Okay, das ist gut zu wissen. So, na geht's. Tut er sich wegteleportieren, das Schwein. So, jetzt wird meine Cooldime untergesetzt. Oh, es hat nicht funktioniert. Wahnsinnspack. So, komm auch wieder. Das Elend der Menschheit. Donatello hat auch die geile Eigenschaft, Pizza zu werfen, das heißt, man kriegt wieder Lebensretour, ja, er macht's nur nicht, das finde ich auch sehr nett. Oh Mann, Hirnversagen. So, ganz vorsichtig. Jetzt da. So, probieren wir's auch, solange er da unten ist. Bats, okay, gut. So, nicht mehr lange, dann haben wir das erste Level geschafft. Oho. Du musst dich oben verstecken, ne? Du musst dich oben verstecken. So, kriegst nochmal meinen Combo-Angriff in den Rücken reingehauen. Das turnt echt ab. Nein. Ihr seid nur noch zu zweit.
Achso, jetzt bin ich allein mit Raphael. Ja, macht auch nichts. Raphael ist brutal genug. Machen wir nochmal den Combo-Angriff. Jetzt war ich noch in der Animation drinnen, dass ich unverwundbar war. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, ja doch, ich bin da gerade noch weggesprungen. Oh, das war gut. Ah, jetzt wieder gesprungen. Sehr, sehr gut. Und jetzt ist er down. Jetzt haben wir ihn. Nein, noch nicht. Ein HP hat er noch. Jetzt haben wir ihn. Da können wir mal tanzen, würde ich sagen, ne? Schöne Punkte, die ich da krieg. So, weiter. Jetzt kommt noch die Schlusskarte. Ich bin ein sehr stolzer Vater. Und natürlich die Bewertung. So, jetzt sind wir Stufe 18. Wie gesagt, was sich der Stufenanstieg bringt, weiß ich nicht. Das haben wir gekriegt, ein Amulett, ein paar Schriftrollen, was sich die Schriftrollen bringen, weiß ich auch nicht. Ihr könnt das gerne in die Comments schreiben, falls es wen anderen interessiert. Mich interessiert es nicht, mir ist wurscht, ich kann das Spiel auch so spielen. Es ist nicht schwer und jetzt kommt die Schlusskarte. Viel Spaß. Ihr grünen Trottel glaubt, ihr könnt es mit Bebop aufnehmen, ja? Da irrt ihr euch. Denn Bebop ist der Allerbeste. Und das kleine Schweinchen lief den ganzen langen Weg nach Hause. Ja, aber er hat was fallen gelassen. Was ist es, Don? Geld, und zwar jede Menge. Wer raubt denn eine Bank aus und lässt das Geld dann liegen? Kein Witz, was man mit so viel Beute anstellen könnte. Hallo? Rupert's Pizzeria? Ja, ich möchte 2000 große Pizzas mit extra Käse und Pepperoni bestellen. Dazu 5000 Portionen Grissini, alles zum Mitnehmen. Schon gut, Alter. Falsch verbunden. Ja, wie gesagt, er soll halt der Scherzkeks sein. So, aber ihn machen wir jetzt nicht, sondern wir machen weiter bei Rocksteady. Und das auch auf normal. Wir beginnen mit dem Turtle Donatello, würde ich mal sagen. Und den werde ich jetzt da aufrüsten, ein bisschen, nämlich der hat fast gar nichts, den habe ich, wie gesagt, ich habe manche Turtles habe ich sehr gut aufgerüstet, manche nicht. Aber ihn habe ich leider Gottes nicht wirklich viel gegeben, das werde ich mir aber alleine anschauen und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's das gut, tschüss, Baba, euer Herzfehler.